Russisches Gold wird 2022 erheblich billiger. Weltweit ist ein Anstieg des Interesses an Goldaktiva bei Privatpersonen zu verzeichnen. Geld scheint keinen Wert mehr zu haben oder man bezweifelt die Wertbeständigkeit in der Zukunft. So kaufen diejenigen, die Geld haben, Immobilien und zur besseren Risikosplittung auch Goldbarren. In den ersten 9 Monaten des aktuellen Jahres haben russische Privatpersonen so viel Goldbarren gekauft wie seit 2014 nicht mehr. In absoluten Ziffern kauften sie 4 Tonnen. Das sind 8% mehr als im Vergleichszeitraum des Jahres 2020. Allerdings liegen die Russen mit ihrem Interesse an Gold als Kapitalanlage weit hinter anderen Ländern zurück. Denn die Amerikaner haben 91,3 Tonnen Gold. 79% mehr gekauft, gefolgt von den Chinesen mit 54% und Indien mit 24% mehr als im Vergleichszeitraum 2020. Der große Unterschied zu Russland erklärt sich damit, dass in Russland für den Goldkauf 20% Mehrwertsteuer berechnet wird und das Gold somit relativ teuer ist. Nun ist geplant, die Mehrwertsteuer auf Gold Anfang 2022 abzuschaffen. Auch der Verkauf von Goldgedenkmünzen erreichte neue Rekorde. Er erhöhte sich um das Vierfache. Spezialisten kommentierten, dass Gold eine wertbeständige, sichere Aktiva ist, auf die Inflation und Kursschwankungen keinen Einfluss haben. Weiterhin scheinen die gegenwärtigen geopolitischen Spannungen Einfluss auf das Kaufinteresse der Privatpersonen zu haben. Wie immer, so gibt es aber auch andere Stimmen von Spezialisten des Finanzmarktes, die der Ansicht sind, dass die Flucht in Gold in der Zeit der Jahre 2008-2009, der Zeit der großen internationalen Finanzkrise, ausgelöst durch die USA, einen Sinn gemacht habe. Jetzt sehe man die Notwendigkeit nicht.